Willkommen zurück, geliebte Anhänger des Salalalala, nicht im schönsten Spiel der Welt. Ich feiere jetzt so. So, ohne Umschweife gleich weiter. Wir gucken, dass wir so schnell wie möglich unsere zwei neuen Heldinnen in die Armee von Enkari kriegen. Falls sie abgemetzelt waren, holen wir uns halt neue. Ihr knallst mich gleich. Pass mal auf. Wir warten mal, was passiert. Altalos. Der ist neu. Oder? Der wird übrig sein als neuer Kommandant. Weil mir sie alle geschnitten haben. Ah, die Vampire machen auch schon ein bisschen Action. Oh, Lauren Leon Kerr. Der Edelmann. Der Edelste. Das ist der Allerechte. Der hat es bestimmt erlebt. Die schön Wetter. Axel Barbineau. Oh, die sind alle die edelsten. Der alleredelsten. Denn ihre Haut besteht aus Diamant. Bin ich mir sicher. Ich habe hier schon wieder meinen Spaß. Oh, die Skaven, ne? Aber das sind halt bloß fahrende Händler, sag ich mal. Wenn du die in Ruhe lässt, lassen die dich auch erstmal in Ruhe. Oh, eine Menschenfraktion wurde ausgelöscht. Soll mich nicht stören. So. Jetzt pass auf. Du bleibst im Marsch. Und gehst so weit hier vor, wie du kannst. So. Lady Finnegan. Name it, and it shall be. Erhöhe die Bewegungsreichweite der Begleiter mir auf Kampagne um 10%. Komm zu mir, Sweetheart. The Tempterlord. Guck mal, Lady Ove, jetzt hast du schon deine erste Schwester. Und wo ist die zweite? Lady von Schneiden. Ja. Komm, Süße. Wir werden sie alle schneiden. Lady von Schneiden. So. Ja. Ja, hier müssen wir unbedingt jetzt ausbauen. Warte mal, Turm von Lyusan. Da baue ich schon die Mauern. Wir bauen alles soweit, komm. Hier die nächste Stufe. In... Nichts. Das war's schon. Ja, das war's. Kann man aufhören, die Quatsch. Lady von Schneiden. Schneiden. Noch eine Runde. Jetzt knallt's nämlich gleich. Pass mal auf. Ist ja noch so eine zentrale Stadt. Guck mal. Och. Die Ertrunkenen waren da. If you displease me, Father, you will. Guck mal, er ist ein komischer Opa. Es herrscht Krieg, möge die Nacht hereinbrechen. Der denkt, er ist was mit seinen blöden Vampiren. Wenn der wüsste. Die haben doch alle keine Ahnung. Da war ein Pegasus. Oh, ich hab's gesehen, ich hab's genau gesehen. Da. Jetzt kommen die gleich wieder angeheult. Pass mal auf. Oh.
Lady von Schneiden. Geht das? Geht. Oh, das wird gut. Ich werde die drei Mädels mal alleine in so eine Schlacht schicken. Das geht dann los, pass mal auf. Schneiden. Und wir gehen zurück aufs Schlachtfeld. Wir bauen alles aus. Angerial braucht unbedingt eine Mauer. Unbedingt. Das Wachstum kann ich mir dann immer noch holen. Alles gut. Elisaeli, wir bauen den zweiten Hafen für mehr Geld. Eine Mauer und Wachstum. Schrein von Loek. Letzte Stufe. Und hier am Lustthron. Nochmal Geld. Oper der Morgen- und Abenddämmerung. Die Oper nimmt kein Ende, selbst wenn die Stimmbänder der Künstler längst zerfallen sind. Die Vorstellung muss weitergehen. Was ist denn das? Ich feiere das Spiel immer mehr. Ich weiß auch, was ich als nächstes spiele. Auf jeden Fall die Oger. Die zerkloppen alles. Da ist nur noch Bluteffekte. Das ist echt schlimm. Die Oger sind ein lustiges Volk. Sehr unheimlich, aber irgendwie belustigend. Die Dicken. Oh, guck doch mal, wie wir uns schon ausgebreitet haben. Gnadenlos. So. Queen of Pain. Ja, wir müssen noch eine Runde. Irgendein Angriff wird schon kommen. Wenn es die Tiermenschen sind. Oder die Dunkelelfen. Wobei, ich habe die Echsenmenschen jetzt nicht nochmal gesehen. Die haben irgendeine Tarnstellung, ne? Bestimmt. Oder? If your question doesn't titillate my sense glands, you will suffer my wrath. Jetzt kommt der wieder angeheult. Ey, Nokrosit, ich hab dich einmal niedergestreckt, einmal enthauptet, jetzt bist du schon wieder da. Also irgendwann ist auch mal gut. Und dann will er auf immer Frieden. Ja, das ist ja schön, dass du das einsiehst, mein Freund, aber nee. Du hast angefangen. Gell? Du hast hier erst die Stadt gemopst und dann hast du mich ja permanent angegriffen. Du komischer Obelix. Sowas geht gar nicht. Müssen wir doch bald wieder Kulte verbreiten. Hier sind sie. Klatokwe. Na, ihr greift. Nee, die plündern. Kann ich die angreifen? Ich kann die nicht angreifen, gell? Na, dann sollen sie mal plündern, die drei schleppischen Goldmünzen da. Oh, die Queen of Pain stampft los. Der beste Mutti. Das ist der allererste Obermutti, das müsst ihr mir glauben. Ja, hier müssen wir unbedingt... Pass mal auf. Letzte Stufe, komm. Schön, wenn man das dann später zu durchklicken kann. Man weiß ja dann schon, was man bauen will. Am Anfang haben wir das noch ein bisschen ruhiger gemacht. Wir wollen aber nur noch Schlachten jetzt sehen. Wir müssen schon wieder warten, es nützt nichts. Der Mutti kann nicht bis dahin da laufen. Die braucht immer eine Pause. Ja, der Opa,
Der denkt, er ist auch so ein untoter Gandalf. Mit seinem blöden Hut. Was der hier hin und her rennt, der weiß doch gar nicht, was er machen will. Der hat bestimmt keinen Plan. Oh, live Gullbranzen. Was ist denn das für ein Name? Lauerer entdeckt. Ja, mach mal meinen Guter. Du blöde. Die lila Kühe kommen wieder. Uralte Agonie. Ein Hüter der Geheimnisse bringt euch einen schillernden Kristall, in dem angeblich die gefrorene Seele eines Alten ruhen soll. Gefangen im qualvollen Todesmoment, ein letzter Schrei, der die Ewigkeit überdauert. Solch ein Geschenk ist für jeden Diener der Verderbnis unwiderstehlich, auch wenn es sich hierbei mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit um eine einfache Slan-Seele handeln wird. Diplomatische Beziehungen mit Alkohol. Ich will keine diplomatischen Beziehungen, ich will die alle kaputt kloppen. Wir sind hier die Hölle, die über die Welt hineinbricht. So, jetzt knallt's ja nämlich. Jetzt hole ich mir Alariel ihre blöde Sonnenstadt hier. Wir gehen aber mal jetzt in die normale Stellung. Ah, die Mutti trampelt schon hier lang. Die kann das. The mortal realm is my life. Ja, bauen gehört leider dazu. Wir wollen ja die ganze Karte einnehmen. Oh, die Mucke. So, mal sehen, welche Mutti jetzt hier angreift. Alariel mit ihrem blöden Käsezopf. Du brauchst nicht wieder deine Sonne da rein schmeißen. Ich mach das kaputt, deine komische Stadt. Ich glaube, Alariel, ihre blöde Hauptstadt, werde ich wirklich niederreißen und dann selber neu aufbauen, weil es mir egal ist. Das hat die verdient. Die komische Mutti. Komm, macht hinne mit euren blöden Bewegungen hier. Ja, wisst ihr überhaupt nicht, was ihr vorhabt? Du bist kein Blutjäger. Live Gullprinzen. Der denkt, er kann jetzt hier was. Kriegstrommeln werden dröhnen. Jetzt kommt die auch noch angeheult. Na gut, da sehen wir mal ein paar von den komischen Eidechsen hier. Macht ihr nur. Komm mal ran mit deiner Mutti. Die werden sich noch wundern. Jetzt gucken wir mal. Ja. Alariel. Hörst du mich? Entweder fängst du mich jetzt ganz schnell. Hallo. Das kann ich hier nicht lang. Hat hier eine unsichtbare Grenze gebaut mit ihrer Sonne. Geh ich halt hier hin. Die spinnt wohl. Mauer verstärken. Wachstum brauchen wir jetzt nicht mehr. Kontrolle, Slanisch. Wir nehmen mal Geld. Teilstein. Geld und Wachstum. Okay. Dann war das jetzt wirklich mal eine Baufolge. Eine Bau- und
Koordinationsfolge. Und ich vermute mal, ich schreibe mir in der nächsten Folge das Seelenräuberschwert. Ein Kari hat es sich langsam verdient. Nee, Geisträuberschwert heißt's. Ja. Das werde ich machen. Da knallt's hier nämlich. Okay. Bis dann. Und immer schön unartig sein. Im Namen des Slanesh.